Die Länder von Matino sind eine angenehme Überraschung für die Besucher. Ein Beispiel ist der Garten Mimmo. Er liegt auf der Straße Pergola, die einst den Marchesen del Tufo gehörte. Charakteristisch ist das riesige Portal, das mit Dekorationen aus Bossenwerk verziert ist und aus dem 18. Jahrhundert stammt. Neben dem Portal gab es früher eine alte Kirche, die als Landherrenhaus von der Familie del Tufo verwendet wurde. Im Inneren des eingezäunten Landes sind noch einige typische Ornamenten der Adelsgatte sichtbar, wie zum Beispiel einige Puteale, die im 18. Jahrhundert produziert wurden. Auch der Garten Lazzarello auf der gleichnamigen Straße ist der feudalen Geschichte von Matino verbunden. Das Gebäude gehörte Ascanio del Tufo und seiner Gattin Beatrice Pignatelli und wurde 1725 fertigen lassen. Hier entstand früher ein Casino, von den Lehensherren genutzt, um in aller Ruhe die Momente des sogenannten Müssiganges zu verbringen und die Kühle des Landes und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Das Land von Matino ist reich an reizenden Eindrücken. Man bemerkt die Schönheit der Ortschaft dank der Spontanität und eines alten und schlichten Salentos.